Fritz Werner, schnellster Age-Grouper heute hier bei der Challenge Rot. Wie fühlt sich das an? Ja, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet und mega, mega geil. Also unglaublich noch ein bisschen. Ja, kann es noch nicht so ganz fassen. Erzähl mal, wie war dein Tag von vorne nach hinten? Ja, schwimmen war ich das erste Mal richtig im Gewühle. Ja, da hatte ich mich ein bisschen verbessert. Ich hatte aber keine Ahnung, was es für eine Zeit am Ende ist. Hatte keine Uhr dran, habe auch nicht drauf geguckt. Aber irgendjemand hat mir zugerufen, dass es ein gutes Schwimmen gewesen sein soll. Hat sich aber nicht so gut angefühlt. Und Radfahren dafür hat sich gut angefühlt. Da bin ich von Gruppe zu Gruppe nach vorne gehüpft. Und dann, ja, war geil, war geil. Was ist so der große Unterschied beim Age Group Racing gegenüber den Profis? Du musst dich, wie du sagst, von Gruppe nach Gruppe nach vorne kämpfen. Hast du überhaupt einen Überblick gehabt? Also, ja, heute schon. Dadurch, dass alle diese von dem Sub-9 Club in einer Startgruppe waren, hat man eigentlich schon einen Überblick gehabt. Halt. Das war eigentlich so ein gutes Age Group Race für uns alleine. Hast du von den Profis was mitbekommen? Nee, also wenn dann ein paar, die rausgeplatzt sind und ja, die waren natürlich dann auch keine Hilfe. Mit ihm hier habe ich mir eine gute Battle geleistet. Das war das große Ziel, auf dem Fahrrad ihn einzuholen. Und dann sind wir zusammen in den T2 gekommen und er ist vorgelaufen, dann mich wieder überholt. Und ja, dann war es natürlich ein Kampf bis hier ins Ziel. Ja. Wenn dich heute die Profis nicht interessiert haben, ist das überhaupt ein Thema für dich? Vielleicht auch noch eine Profilizenz zu lösen irgendwann? Naja, ich bin 36 Jahre alt, habe einen Beruf und... Gerade hat hier Cameron Brown gefinisht mit 50 Jahren. Ja, muss ich mal sacken lassen. Erstmal jetzt noch im Oktober Age Group Hawaii und ja, erstmal genießen. Da haben wir dann viele heiße Eisen im Feuer. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Rennen heute. Gute Vorbereitung für Kona. Dankeschön.